Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem Splatoon-Part. Heute machen wir mal wieder Story-Modus, weil wie ihr schon seht, ich bin in Rang B- abgestiegen. B- mit 70 Punkten. Das liegt daran, ich habe versucht, einen Aufnahmetest in Rangkämpfe wieder zu machen. Keine Aufnahmetests, sondern wirklich Aufnahmevideos zu bringen, aber leider, ja, es ist ziemlich in die Hose gegangen. Weil die Verbindung die ganze Zeit abgebrochen ist, daher bin ich leider in Rang B- ohne es zu wollen abgesunken. Ein Oktoschütze! Tauch vielleicht lieber ab. Das wäre das Beste für dich. Zack. Oh. Bam! Weg ist der Oktoschütze. So, hübsch, hübsch. Dankeschön, Nummer 1. Oha, da sind noch mehr Oktoschützen. Ach ja, übrigens, falls ihr es vielleicht bemerkt habt, wir haben ein bisschen Geld verloren, weil ich unseren Tintentank verbessert habe. Jo. Dankeschön. Oh. Und tschüss. Ist hier unten was? Nee, oder? Geh lieber in Deckung. Ja, ich bin doch noch in Deckung. Ah, das hier sagt mir doch einiges. Und tschüss. So, einmal hier runter. Secret einsacken. Und wieder hoch. Yo. Hatsch. Jetzt müssen wir mal rüberlaufen. Wenn wir hier vorsichtig sein müssen wegen den Snipern hier. Haha, knapp daneben ist auch vorbei, Freundchen. Weg ist er. Oh, scheiße. Oh. Ah, da war ich dumm. Das war jetzt richtig, richtig dumm. Toll, jetzt müssen wir das hier erstmal nochmal machen. Erstmal aus dem Weg hüpfen. Weg mit dir. Man sieht vielleicht auch schon, ich habe ein bisschen so was offen für die Offensive. Ahahaha, offen für die Offensive. Wie witzig war das denn jetzt? Gar nicht witzig. Hopp, schnell weg. Weg da. So. Mal die eben wieder verschwinden lassen oder so. Hopps. Ah. Sehr gut, vielen Dank für das Kompliment. Wow. So, da haben wir es schon. Sieg wird eingesackt, dann können wir auch abziffen. Oh. Mir leider noch nicht. Hau ab. Irgendwie müssen wir den zu fassen kriegen. Wie ist die Frage? Hm? Gehen wir da runter? Ich weiß es nicht. Oh, können wir. Aber wie kommen wir wieder hoch? Na toll. So, ich habe auch echt mal heute gar keine Moves drauf. Oh, scheiße. Gut, er hat uns nicht gesehen, aber leider hat er unsere Tinte gerade wieder vollkommen verwischt. Und da ist auch schon der Tintenkiller, der unsere
Punkte komplett wegmacht. Ach man! Was ist denn nur los heute mit mir? Ich hab ja heute gar nichts auf dem Kasten. Oh, scheiß Tintenkiller. Ich die hasse. So, jetzt aber! Läuft doch! Patsch! Da! Schwämme! Ich seh schon! Ich seh schon, was hier die Geschichte ist. Wir müssen die Schwämme einklipsen, um da ranzukommen an den... Hopp! Hopp! Und tschüss! Exzellent! Oha! Gut, ist doch schon der letzte Checkpoint. Da oben ist der Elektrowelt, ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. Aber das wird kein leichtes, da ranzukommen. So. Huch. Oh, wir können auch hier uns hochschleichen. Damit werden wir schon mal einen von diesen Typen los. Wir schicken mir mal hier eine Spürbombe nach oben. Und können ihn auch eigentlich direkt schon hinterher springen. Zack, zack, zack. Nur noch ein kleines Stückchen. Der Auto jetzt auch ab. Gut. Hätte uns vielleicht gerade ein bisschen was kosten können, aber wir haben es geschafft. Yo! Im Visier der Oktoschützen. Geschafft! So. Was? Hm. Du bist ja echt nicht ohne Nummer 3. Das ist nicht gut. Wieso ist das Secret jetzt eigentlich doch nicht mehr mitgekommen? Irgendwas ist schief gegangen. Da ich jetzt gerade keine Ahnung habe, was schief gegangen ist, müssen wir jetzt leider das Level nochmal machen. Tut mir wirklich leid. Aber es ist besser, wenn ich alles für euch einsammle, damit ihr auch alles wirklich besser im Blick habt. Ach, das war knapp. Aber ich hab's noch alles im Kasten. Bin nämlich hier nicht von vorgestern. Hier lieber in Deckung. Nö. Mal hier. Zack. Hier runter. Secret nochmal einstecken. Und jetzt wieder hoch. Oh, der sieht mich ja die ganze Zeit. Daneben. 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 Haha. Eins. Und Nummer zwei. Gut. Secret dabei. Das ist prima. Ups. Das hätte ich knapp beinahe schief gehen können. Ja. Ach, jetzt haben wir schon wieder die Geschichte. Erwischt. Ich muss noch einmal schnell da hoch. Jetzt
uns hier die Tempel nicht ab. Oh Mann! Guck's doch mal woanders hin! Los, guck weg! Guck weg! Ich weiß, dass du nicht mehr... dass du nicht hier hingucken willst und scheiß Tintenkiller. Na, das wird grad nichts, solange das Tintenkiller noch da ist. Oh 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 oh! Ha! Erwischt! Hat doch gut geklappt! So, jetzt erstmal wieder die Schwämmer entfernen. Hüpf, hüpf. Daneben. Mann, lass mir doch mal den Schwamm da, Mann. Oh. Ey, nee, ne? Beim ersten Mal hat's geklappt und jetzt nicht. Toll. Weggehen. Schwamm entfernen. Hüpfen. Hüpfen. Fertig. Schwamm entfernen. Nur wie wollen wir den anderen Schwamm jetzt entfernen? Ah. Tschüss. Das hätte schief gehen können, aber wir haben es noch gepackt. Dann nochmal die Geschichte. So, und nochmal geschafft. So, diese beiden jungen Damen haben mit ihrem Lied dem Publikum beim Nachwuchsgesangswettbewerb die Tinte in die Augen getrieben und unter tosendem Applaus Applaus den Sieg nach Hause getragen. Ach, das sind ja unsere zwei Moderatorinnen. Wie heißen die nochmal? Tut mir leid, ich weiß jetzt gerade ihre Namen nicht mehr. Normalerweise habe ich die Namen immer im Gedächtnis, aber jetzt sind sie mir gerade irgendwie entgangen. Tut mir wirklich leid, meine Damen. Aber wir müssen jetzt weiter. Der Jahrmarkt der Streichbürsten? Streichbürsten? Oder habe ich mich da irgendwie verlesen gerade? Jahrmarkt der Streichbürsten. Nö, ich habe mich nicht verlesen. Achso, die Dinger. Ja, das war doch einfach. Wir laufen einfach auf den oben drauf und... ups. Das wäre beinahe schief gegangen. Ich muss mal ein bisschen aufpassen hier. Mann, warum bin ich eigentlich heute so verpeilt? Hä? Ups, was soll denn das denn hier werden, mein Freund? So, weg mit dir. Fragen tue ich mich gerade, wo schon mal hier das Secret sein könnte. So, hier, zack. Gehen wir da hoch? Ne, kommen wir nicht. Müssen wir einen anderen Weg finden, da hinzukommen. Doch, einfach. Dann ist da bestimmt auch nichts Wertvolles drin. Nur ein Rüstungsteil. Na gut, ist auch nicht so schlecht. Oh, ab da. Hopp. Weg damit. Weg da. Hier rauf. Da rauf. Ich glaube, das da ist das Ziel. Ja, ist doch einfach daran zu kommen. Yo, da ist das Secret. Keine Zeit zu warten. Oh, Topstar! Da! Jawoll! Hopp! Komm mal wieder hier rauf. Und dann geht's auch gleich schon weiter.
Und zwar jetzt einmal hier kreuz quer hinauf da. Na, na? Ja, klappt. Wow, wow, wow. Nicht so hastig, mein Freund. Zack, weg hier. Wow. Okay. Was? Oh, jetzt bewegt es. Und tschüss. Okay, hier runter. Alles klar. Wow, das war eng. Ich habe mich schon eigentlich fliegen sehen. Aber ist nochmal alles gut gegangen. Hopp! Ja. Checkpoint. Einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Dankeschön. Oha. Hey, hau ab da. Du auch. Ey, der Schlüssel. Versuchst du Captain Kuttelfisch nachzumachen? Ja, das habe ich mich auch gerade, habe ich mir auch gerade gedacht. So. Boah, Leute, das war wieder eng. So, Schlüssel hier, Abflug. Was wird denn hier bitte abgehen? Okay, hier kriegen wir ein Rüstungsteil. Hatsch. Hatsch. Hatsch, so. Nimm mir mal das Rüstungsteil und schauen uns das mal an. Oh. 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 What? Da kommt noch einer. Scheiße. Wow, 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 wow. Wow, wow. Alter. Die sind ja mal richtig hart drauf gewesen. Das klingt wirklich ein bisschen wie der Captain. Okay. Ein Bombenhagel, holen wir. Na toll, jetzt zu spät. Jetzt ist ein bisschen zu spät dafür, Freunde. So. Und hoch da. Bombe bereithalten. Zack und erwischt. Das ist super. Aber das ist jetzt richtig kacke, dass ich jetzt im B-Rang abgesunken bin. Ich wollte so gern Rang B plus jetzt endlich mal kommen, aber nein. Naja, egal. Täglich Schlussverkauf im Bullio Boyla Bazaar. Nur die beste Mode zu den besten Preisen. Wer sich hier nicht blicken lässt, braucht sich nirgends mehr blicken lassen. Ach so, ja. Diese Kleidung und alles, die wir immer kriegen. Wow, Leute, das sieht echt gut aus. Wir haben jetzt von allen 18 Levels hier jedes einzelne Secret eingesammelt. Und wie man sehen kann, es sind insgesamt 28 Level, die hier auf uns noch zukommen werden. So, ich würde mal sagen, hui, bei dem Tempo schnappst du den Riesen-Elektrowels gleich. Ja, aber zuerst mal jetzt in Level 19 absteigen. Ich hab's da. So, durchdrehende Plattform. Oh weia. Das hört sich gar nicht gut an. Okay, dann schauen wir uns mal die Plattform an, die hier durchdreht. Okay. Okay. Wow. Dreht sich ja aber wirklich alles. Mal Augen aufhalten wegen dem Secret. Wupps, wupps, wupps. Saubere Arbeit Nummer 3. Ja, danke. Das gibt mir auch Mühe. Ich sehe doch, dass da eine Beere hinter ist. Oh, wir können uns eigentlich schon wieder was leisten. Irgendwas Nettes. Okay, da ist ein Rüstungsteil. Das holen wir uns auch gleich mal. Hä? Solange uns der hier nicht stört. Ab und fest. So. Secret irgendwo. Hier. Irgendwo hier unten. Nein, alles gut. Secret noch nicht im Sicht. Okay, einmal hier rauf. Pass auf da oben. Wieso? Ich sehe hier keine Gefahr. Und irgendwie gerade ein bisschen wirklich alles ein bisschen zu leicht auf die Schulter, habe ich das Gefühl. Ich sollte lieber mal nicht so übermütig sein. Oh, hi. Tschüss. Wow.
Ha! Hättest du gern, ne? Das hättest du jetzt bestimmt gerne gesehen, wie ich hier einfach so platze. So, hier rauf. Secret mitnehmen. Nee, Checkpoint mitnehmen, wollte ich sagen. Dreht sich die Plattform? Nein. Okay, Secret ist nirgendwo in Sicht, dann gehen wir mal weiter. Bloß nicht ab, wenn sich das Ding zu sehr neigt. Nee, alles gut. Oh. So. Mal hier alles vernünftig einfärben. Wir können ja schnell da hochrutschen. Yo! Okay. Jetzt mal ein bisschen Augen aufhalten. Vielleicht ist das Secret irgendwo hier. Also ich sehe hier gerade nur ein paar einfache Gegner. Aber was? Da oben ist schon mal das Ziel. Das heißt, hier muss irgendwo das Secret einfach sein. Irgendwo muss das Secret einfach sein, Leute. Ich würde sagen, du hast den Dreh raus. Ja, hab ich auch. Letzter Checkpoint. Hier muss es sein. Hier muss das Secret einfach irgendwo sein. Denn ich bin mir ganz sicher, dass ich nichts vergessen habe. Ich bin mir sehr sicher, dass ich nichts übersehen habe. Hier irgendwo? Ja, da ist es. Da ist es. Prima! Ja, ich komme nicht mal an den letzten Ballon hoch ran. Oh, ich kann noch mal hoch. Das ist gut. Das ist gut. Da, jetzt kriegen wir dich aber. Oh, hi. Bye. Mal hier. Mal da. Ja, ich weiß, dass ich an die Plattform hoch muss. Wow, wow, wow. Ey, jetzt lass mich doch mal hier hoch. Na toll. Die Plattform schön im Auge behalten, auf der ich drauf bin, weil sonst fliege ich noch runter. Hier hoch? Oh, nein. So, einmal das hier schon mal einklecksen. Die Plattform im Auge behalten. Jetzt geht's ab hier. Top! So, ja. Na, komm! Jawoll! So, und einmal schnell zum Elektrowelz hoch. Zack! Zack! Geschafft! Durchdrehende Plattform auch abgeschlossen. Wenn es so weitergeht, haben wir bald das Spiel durch. So! Zack! Zack! Gewährt das große, wuschelige, dem kleinen Gestreiften ein Zuhause oder steuert der kleine Gestreifte das große, wuschelige? Vermutlich ist es egal. Das ist doch eine Anemone. Für die Inklinge oder Oktarianer sind diese Anemonen wohl ihr Haustier oder so. Nicht schlecht. Gut, Leute, mal sehen, ob wir uns wieder mal was Feines leisten können. Nehmen wir mal die hier. Die Spürbomben sind doch immer mal was Schönes. Gut, aber an dieser Stelle müssen wir mal wieder einen kleinen Cut machen. Du hast einen geschnappt. Du bist ganz schön gewieft. Ja, das bin ich. Okay, Leute, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Haut rein und ich verabschiede mich. Tschüss, Leute.